So, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls. Im letzten Part sind Sachen passiert. Hat Wirti uns umgezogen? Ich hab dir den Arsch gerettet! Hat Wirti ein neues Schwert ausgepackt? Hat Wirti zwei Bosse besiegt? Auf die ich wirklich keine Lust hatte? Ich bin nur noch stolz drauf. Und ihr habt das hoffentlich alle gesehen in einem mehr oder minder gut zusammengeschnittenen Video. Ich werde die Bosse nie wieder spielen, so nur fürs Protokoll. Ich bin sehr zufrieden, dass ich einmal mein Leben besiegt habe. Ich werde es vielleicht in der Remastered-Version nochmal versuchen, im Livestream oder so. Würde ich sehen. Kannst du ja. Ich werde das nie wieder spielen. Werde es nicht im Let's Play machen. Deswegen spielen wir diesen Speicherstand weiter, weil Wirti alle unsere Seelen ausgegeben hat. Lass mich das kurz. Warte, sie waren da, ne? Da. Ich habe die ausgegeben, weil ich nicht wusste, ob du den Speicher. Die Seelen noch willst. Und die Seelen haben wir auch noch. Ja, die sieht cool aus. Die sieht echt cool aus. Okay. Du hast sie ausgegeben gehabt, weil du nicht wusstest, was wir machen. Ja, ich habe sie ausgegeben, um die Level-Ups zu bekommen, um den Gold Tracer zu benutzen. Hat man gesehen, wie ich innere Kraft geholt habe? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man es gesehen, vielleicht hat man es nicht gesehen. Weiß ich nicht. Wo mussten wir jetzt reinschneidest, hin? Ja, ich muss noch mal London bis jetzt. Also du spielst mit der Waffe weiter? Das soll mir eigentlich recht sein. Ich teste mal rum. Ja, kannst du im nächsten Gebiet machen. Wir haben nicht ein Gebiet vergessen. Und zwar die Painted World. Scheinbar haben wir ein Gebiet vergessen. Ich hab voll nicht dran gedacht. Da, oder? Ja. Oder nein. Nein. Ich glaube, Kammer der Prinzessin ist cleverer. Ja, dann gehen wir zur Kammer der Prinzessin. Glaube ich. Geht das schneller? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir testen. Nein, Domi, gehst du nicht. Warte, ich habe mich nicht hingesetzt, ich kann mich zurückbauen. Du kannst dich zurückbauen. Also wir müssen quasi da runter. Da bauen wir uns zurück. Ich glaube, es geht schneller. Nee, ich glaube, es geht schneller. Weil Wirti glaubt, es geht schneller. Stream ich dir? Ja, ich stream dir. Ja, natürlich klar, das ist... Nein, ich improvisiere gerade. Nein, doch, wo rennst du denn hin? Oh mein Gott, der Gegner hat doch jeder gesehen. Was? Okay. Falsche Richtung. Du improvisierst gar nicht mal so schlecht. Oh. Danke. Oh, warte. Dark Souls. RTX an, sag ich euch. Bei den Lags. Siehst du den Schatten? Da, siehst du ihn? Der ist halt echt nicht schlecht gemacht, der Schatten, aber er ist halt einfach nur, Der ist echt berechnet. Irgendwie. Diese Lags. Was ist denn gerade los? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist mein PC ein bisschen, außer Atem von Cyberpunk. Wegen den Bugs, oder? Wegen dem Bug. Oh mein Gott, ich habe noch nie so ein verbuggtes Spiel gesehen. Aber reden wir nicht darüber. Reden wir doch kurz darüber. Es fliegen Gegner durch die Lüfte. Gott, das Spiel braucht noch eine Weile, glaube ich. Es ist so packend von der Story. Ich will die Story weitererleben. Also du meinst, wenn ich das Spiel sehen will, das Let's Play gucken? Ja, ich weiß nicht, ob Gronkh da auch Probleme hat. Bei mir fliegen halt ernsthaft Gegner durch die Gegend. Ich guck mal bei ihm rein. Oh, ich kann nicht bei ihm reingucken. Ich habe keine Zeit für... Oh, ich so viel zu gucken. Tobi. Wir müssen jetzt den Schalter hier drücken, ne? Ja, sonst kommst du nicht weiter. Oh, schade. Ich könnte auch raufspringen. Ich frage mich immer noch, ob das möglich ist. Wenn du jetzt springst, ob du auf dem Dach landen kannst. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht möglich ist. Also, wenn müsstest du... Wenn müsstest du ziemlich weit am Anfang schon springen. Ich bin mir jetzt nicht unsicher, ob du runterrennen musst oder nochmal runterfahren musst, aber guck mal nach. Ich weiß es nicht. Ja, auch nicht. Ich hab's lange nicht gemacht. Sieht aber richtig aus, denke ich. Ja, sieht sehr richtig aus. Ja, renn einfach durch. Oder er testet deine Waffe von mir aus. Die ist schnell. Die ist schnell. Nin. Wie kann man hier drin sterben, jetzt mal ehrlich, also. Wenn alle gehen auf dich zu rennen. Wieso sollten sie das tun?
weil man sowas macht wie du. Und dann kommt man nicht ins Bild und denkt sich, was? Also, wir haben so eine Puppe geholt und jetzt können wir irgendwie das machen. Gehen wir da rein. Das ist ein echt großes Bild. Ba, 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 bam, bam. Bam. Bam, 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 bam. Nein, du brauchst Battlefield. Brauchst Battlefield. Ja, stimmt. Tommy, du bist eingeschlürft. Schreib dir mal irgendwo 5:30 auf. Also nicht 5:30. Oh, I know what you did there. No. Das ist das Bob on Battlefield, wie ich es kenne. Ja, das ist im Winter. Ja, genau, das ist eine Mod. Bob on Battlefield im Winter. Man hat ein Handy gehört. Es hat nur vibriert, ich hab's extra auf leise gemacht. Als ob man das gehört hat. Wüt. wir können hier eh nichts machen. Gut, ich mach's auf lautlos. Musst du nicht. Hab ich aber. Das ist okay. Okay, das ist die gemalte Welt von, was stand da? Ariadis oder so? Wir sind gegen unterwegs. Oh mein Gott, die Waffe ist so schnell. Hat aber keine Reichweite. Ich sehe. Oh. Ich sehe, warum man das für einen No-Hit-One benutzt. Ja. Du hast gesehen, wie ich da mit Manus gekillt habe. Das geht auch richtig schnell. Mit der anderen Waffe hätte ich es auch schaffen können. Das ging sicher. Verdammt schnell, ne? Was? Das ging auch echt verdammt flott. Ja, es geht voll schnell, Alter. Manus, oh wow, hey, zweiter Versuch. Ich bin mir nicht sicher, ob der... Hattest du den Drachen einmal ohne Kamera versucht? Einmal was? Hattest du den Drachen einmal ohne Kamera anversucht? Ohne Aufnahme? Ja. Nein. Dann hast du den Drachen im zweiten Versuch besiegt, glaube ich. Oh, was? Na, kann ich... Nein. Zweiter Versuch? Glaube. Ich dachte... Hey, Calamity ging down. Ich meine, der war echt nicht so schwer. Ich hatte Glück. Also, muss man es angucken, den Kampf. Ja, ich hab mir den Kampf angeguckt, das ist echt Glück. Am Ende hat die... Hast du gesehen, ich gespammt habe? Ich hab's nicht gesehen, ich hab's gehört. Klack, 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 klack. Ich dachte, das war echt... Oh. Die Typen sind übrigens gefährlich. Nein, sind sie nicht. Ich stand... Oh Gott. Ich, ja? Ich stand nur... Aus Juxensollerei da 5 Minuten rum, weil ich dachte, ja, ich hätte gleich vergiftet. Ja. Gut, Tommy, sind sie nicht. Ich höre doch die Schritte. Von wo kommt er? Aus der Scheinwand. Nein. Ich bin doch mal runter, dann siehst du es. Er ist ein Stuhl. Da war ein Stuhl. Besser so. Und da ist noch Cheryl, die Schwester. Die haben Angst vor dir, lass sie. Wenn ich mich hier durch die Kisten schnetzle, dann kann das passieren. Dass ein Schnitt passt gut. Natürlich. Jetzt ich hab's auch versucht. Er hat es also auch versucht. Versucht hat er es. Ne, es müsste möglich sein. Du kannst sagen, so wie das gerade aussah, ist es definitiv möglich. Wenn man denn... So aber nicht. Es wäre so viel angenehmer, wenn es einen extra Sprungknopf geben würde. Gibt's doch. Auf B. Ja, wärst du jetzt gesprungen, hast du es geschafft. Ja. Wirklich. Vielleicht ist es nicht möglich. Ich glaube, ich habe es auch nie geschafft. Bin aber nicht sicher. Man kommt einfach anders auch drin. Ich habe noch eine andere Idee. Du gehst jetzt darüber und dann darüber. Korrekt. Das klappt nicht. Nein. Nicht mal annähernd. Nein, das sieht ja besser aus. Wir versuchen das nochmal. Ey, oh mein Gott, was? Nicht.
Letzter Versuch, ich schwör. Oh, warte. Warte. Habe ich gesagt, letzter Versuch? Ich meine, das war der letzte Versuch hier, aber wirklich. Oh, naja, das war nicht mal ein Versuch. Oh, scheiße. Ja, der Zombie in mir, er kommt zurück. Lobby, das wär's eh nicht wert. Da ist ein Item! Ich weiß nicht, was da liegt, wahrscheinlich Seelen. Die Ultima-Waffe liegt da, die Ultima-Waffe. Die hast du da Hand? Wahrscheinlich Seelen. Eine Brandbombe. Versuchst du überhaupt auf mich zu zielen? Der? Die anderen? Ja. Ich mag die Waffe. Sie ist schnell. Ja, schön, dass du deine alte ausrüsten musst. Wieso? Keine Ahnung. Damit ich die One hitte. Theoretisch. Jo, was? Ach, ja. Die alte Leiche, ne? Kann sein, ja. Was ist noch einer? Lass dich mal vom Feuer treffen. Definitiv nicht. Tommy, mach mal den Tritt. Warte. Nein, den Tritt. Nimm nie, sag ich dir. Fancy. Hi. Ja, das klappt nicht. Natürlich klappt. Das klappt definitiv. Guck dir's an. Machst du das Problem gut. Ist, dass ich direkt danach Schaden kriege. Dann hör auf, Schabi. Vielleicht klappt es nicht. Vielleicht ist es genauso weit auseinander, dass es nicht klappt. Ich bin ziemlich sicher, wenn du Pixel genau springst, geht das. Das ist in vielen Spielen so. Das ist nicht das Bob on Battlefield, was wir gerade hören. Nee. Ich hab's gerade nicht. Okay, warte. Das ist ein so guter Soundtrack, der ist vollkommen underrated. Welche? Bob on Battlefield. Ja, der ist cool. Ich sag doch, das ist vollkommen underrated. Oder wie es auf Englisch schießen würde, Bombs Battlefield. Bomb? Achso, ja, weil die Engländer das irgendwie komisch aussprechen. Was wolltest du, Birdo? Ich hab Bonbons Battlefield geschrieben. Ja. Das gute Bollchen Battlefield. Da bist du übrigens viel zu spät hier in dem Gebiet, also. Es sollte keine Herausforderung werden. Diese Raben sind eigentlich gefährlich. Genau, so ging das. Ist da Nebel? Was? Ist da Nebel? Nein. Deine Renndistanz reicht noch nicht aus. Ah, okay. Trinken wir mal ein Estus. Ja, das sind eine halbe Stunde. Die Raben machen Schaden. Ja, die sind auch gefährlich. Verdammte Raben. Was fällt euch ein? Ihr Raben. Das sind bestimmt Rabeneltern. Ich fand ihn gut, okay. Tommy, stell dich in die Ecke. In die Ecke, habe ich gesagt. Und du bleibst jetzt deine 10 Minuten. Ja, gut. Tut mir leid. Spulst du bitte vor. Du blendest hier jetzt auch schon ein 10 Minuten später, oder? Mit so einem kleinen Übergang. Merkst du dir bitte 14:30? Oh Gott. Ich wusste, dass das Level weitergeht. Wieso wusste ich, dass das Level weitergeht? Oh, das sind kühle, cool. Das sind kühle Gegner. Das sieht absolut schrecklich aus. Was? Nein. Sieht ja super cool aus. Das ist die Armee, Tommy. Die Armee kommt! Oh mein Gott! Sie sperren Werfe. Ja.
Gesperren werfe. Oh Gott, lass das mit dem Werfegesperre. Das sind quasi Undines. Die können ja nicht rein. Wahrscheinlich können die hier nicht rein. Da ist es deine Waffe natürlich. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich glaube, ist clever genug. Ups. Oh, ich muss aufhören, das zu hören. Kriegt deiner Lust auf? Nein, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Tommy, woher wusstest du denn, dass die Feuer anscheinend ganz okay aushalten? Ich dachte, die sind feueranfällig. Warte, ich sag's nur sehr ungern, aber wusste ich nicht. Ich dachte mir einfach die sind alle auf einem Haufen Feuer. Ich hab da damals Feuerbälle reingespammt, ich erinnere mich. Er macht auch Flächenschaden. Wir merken, dass die gar nicht mehr so guten Schaden machen, wie ich erhofft hatte. Ja. Gegen die zumindest nicht. Das sind echt viele. Ich glaube, die soll man nicht bekämpfen, wenn ich darüber nachdenke. Es sind wirklich viele. Ja. Geben, glaube ich, aber auch pro Gegner gut zählen, oder? 500, glaube ich. Sorry, sie wollte gerne packen. Nein. Warum? Nintendo ist komisch mit Copyright. Ich glaube, Spielemusik darf man benutzen. Auf YouTube. Auf jeden Fall darf man sie in dem Let's Play benutzen. Was? Auf jeden Fall darf man sie in dem Let's Play benutzen von dem Spiel. Ja, gut. Schwierig, das nicht zu tun. Aber deswegen hat Moggy ja für Twitch-Streams auch eine Playlist mit Spielmusik. Weil die fast streamsicher sind. 99%. Ja, hatte Gong doch auch eine Zeit lang. Ja, eben. Also sollte man die doch benutzen dürfen, oder? Ich habe keine mehr. Nein, du hast Kirby-Musik benutzt, Tommy, schon mal vergessen. Ah, stimmt. Wie viel sind das? Zu viele. Ich glaube, jetzt kommen mindestens zwei. Ich meine, es sind noch mindestens zwei. Ich meine, wie viel waren das? Behalte die Gegner übrigens mal in Erinnerung. Oh nein. Der Boss ist... Oh nein. Nur ein Tipp. Nein, der Boss ist das nicht. Ach, Gott sei Dank. Den Boss wirst du mögen. Er lacht schon wieder so dreckig. Habt ihr das gehört, Leute? Er lacht schon wieder so dreckig. Und so geschah es, dass Tommy ganz alleine... ohne jegliche Hilfe Manus und Kalamit besiegt hat. Ich lüge hier mal nicht rum. Und Verti eiskalt ihn ausgelacht hat für jeden einzelnen Tod. Können wir Zusammenschnitt machen, wie oft ich dich auslache? Nein! Leute, ja, egal wer das guckt, macht bitte Best of, also Zusammenschnitt, besser gesagt, wie oft ich Tommy auslache. Können wir bitte einen Zusammenschnitt haben mit dem Titel Tommy stirbt, Verti lacht, danke. Ja, das wäre wirklich großartig. Einfach jedes Mal, wenn Tommy stirbt und Verti lacht. Das will ich zusammenschneiden. Ich weiß, es ist keine ehrenvolle Aufgabe. Ich weiß, es ist eine langwierige Aufgabe. Theoretisch musst du das letzte Mal nur gucken und immer alles aufschreiben gleich. Ja. Ich meine, wenn ihr bis hier gekommen seid, dann hat euch das letzte Mal gefallen. Und ihr könnt nochmal schauen. Fangt doch nochmal bei 0 an. Ja, fangt doch nochmal bei 0 an. Es war doch nur ein paar 100, Folgen. 110. Ja, ich doch so ein paar. Na gut, trotz allem würde ich sagen, mit diesen einschneidenden Worten war es für diesen Part. Und wir sehen uns ganz entspannt im nächsten Part wieder. Von Dark Souls. Da, wo Tommy stirbt.
Und Wirti lacht. Und Wirti lacht. Bis dahin. Ciao. Ciao.